Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 4, der Danny spielt das. Wir befinden uns heute hier am Augsburger Hauptbahnhof und ihr wundert euch vielleicht, warum ich wieder Hauptstrecke München-Augsburg fahre. Das hat folgenden Grund, den werde ich euch gleich zeigen. Ich bin heute ein wenig lädiert. Ich habe nämlich einen Bänderriss zugezogen heute bei der Arbeit und deswegen kann ich euch auch ein Video präsentieren, obwohl das wirklich alles andere als einfach war, hier runter in den Keller zu kommen. Aber ja. Ich hoffe, das heilt relativ fix. Ja. Gehen wir es an. Ich würde sagen, wir starten, gehen hier mal die Treppe hoch und dann sehen wir hier unseren ICE3 stehen, unser heutiges Arbeitsgerät. Genau gesagt, es ist der ICE 989 auf der Fahrt nach München Hauptbahnhof. Und ich würde sagen, wir verlassen den Fahrplan, ach, den Fotomodus mal so langsam. Machen vielleicht noch das ein oder andere Foto gleich und ja, dann würde ich sagen, gehen wir es an, rüsten unseren Zug fertig auf. Ich habe schon so einiges gemacht. Zugsicherungssysteme sind bereits aufgerüstet, aber hier die Zugspitzensignale habe ich bereits aufgerüstet und dann würde ich sagen, steigen wir ein, verlassen wir den Fotomodus und dann gehen wir es an. Gleis 5 steht ICE 989 nach München Hauptbahnhof über Pasing. Abfahrt 7.34 Uhr. Zug steht in den Abschnitten A bis B. Bitte einsteigen, die Türen schließen automatisch. Vorsicht bei der Abfahrt. Ja, müssen jetzt hier noch eben die AFB einstellen. Dann kommen wir eh noch bis 36 warten, das tun wir. So, wie gesagt, die Zugsicherungssysteme sind eingestellt. Ja, eigentlich sind wir abfahrbereit. Haben jetzt gleich die Ausfahrt hier, beziehungsweise die Ausfahrt hier aus München. Und wenn uns dann Richtung, ach, Ausfahrt hier in München, sag ich schon, Ausfahrt hier in Augsburg, und wenn uns dann Richtung München begeben, mit unseren ICE 989 aus Nürnberg. So, dürfen die Türen verriegeln. Das tun wir. Schließvorgang eingeleitet. So, nächster Halt München, Pasing. Die Bremsen lösen und dann auch langsam abfahren. Freien uns. Ah, Scheiße. Wenn man nicht auf dem richtigen Bildschirm ist, dann funktioniert sowas nicht. Da dürfen 60. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir begrüßen alle dazugestiegenen Fahrgäste recht herzlich an Bord des Intercity Express 989 auf der Fahrt nach München Hauptbahnhof. Unser nächster planmäßiger Halt ist Pasing. Unsere voraussichtliche Ankunftszeit ist 7.56 Uhr.
Ladies and gentlemen, we welcome all passengers who have boarded the Intercity Express 989 on the journey to Munich Central Station. Our next stop is Passain. Our estimated time of arrival is 7 a.m. 56. Ja, wunderbar. Das hat doch wunderbar funktioniert, würde ich sagen. Das hört sich doch sehr, sehr gut an. Das hört sich doch sehr, sehr gut an. So, mittlerweile haben wir dann auch die, sind wir dann auch in der LZB. Sehr, sehr schön. Ich würde sagen, dann können wir auch gleich die, den Hut schließen. Wunderbar. Sorry, ich muss mal gleich gerade ein kurzes Foto machen. Das ist gerade einfach wunderschön hier. Obwohl jetzt die Mauer so dazwischen, das ist natürlich alles andere als optimal gewählt, muss ich auch ehrlich sagen. Und vielleicht geht das so. Vielleicht geht das so. Ich möchte mich gerne den Montag irgendwie mit drauf haben. Ja, vielleicht. So, weiter geht's. Also diese Ansagen, die kann man wirklich für jeden Zug nehmen, der auf dieser Strecke fährt. Also RE9, Regionalbahn, S-Bahn, Fernverkehrszüge. Also ihr müsst euch da mal so ein bisschen durchscrollen dann. Und dann findet ihr die entsprechenden Züge. Es sind alle Züge, beziehungsweise alle Fahrten angegeben, die es auch im Fahrplan regulär gibt, also im Fahrplanbonus vom TSW. Ihr müsst euch dann halt den richtigen Zug raussuchen. Meinetwegen jetzt wie ich, ihr sucht euch im FIS den ICE 989 aus, installiert den Fahrplan bzw. den Ansagefahrplan und da müsst ihr halt im Train Symbol dann halt ganz normal im originalen Fahrplanmodus auch den richtigen ICE raussuchen und dann passt das auch zusammen. Das ist eigentlich relativ einfach, das Ganze zu aktivieren. Ich wurde letztens gefragt, wo man das Ganze denn findet, also den Link bzw. Ja, das Ganze zum Downloaden. Also es ist die Seite Rail-Nomanie oder wie auch immer die heißen mag. Also ihr wisst, was ich meine. Ich habe unter meinem ersten Video in Hamburg-Lübeck habe ich zwei Links drunter gesetzt. Also einmal den Link, wo es das Ganze zum Download gibt und auch ein Link, wo man halt, wo es das Ganze erklärt wird. Also eigentlich müsste es dort zu finden sein. Und ich würde euch an eurer Stelle dann auch ein Lesezeichen setzen, wenn ihr die Seite gefunden habt und so weiter, weil natürlich immer wieder mal was Neues da sein kann von dem guten Money. Und da wäre es natürlich gut, wenn man das dann sofort findet, damit man sich das dann entsprechend auch downloaden kann. Neue Ansagenpakete für eventuell neue Strecken. Das wäre natürlich alles, das wäre natürlich super. Super. Wunderschön.
Also ihr müsst dann auch natürlich auf die Uhrzeit achten, ne? 7 Uhr, da stehen ja dann die Zeiten dabei, weil bei dem FIS, wann dieser Zug abfährt, beziehungsweise wann die Fahrt stattfindet, das solltet ihr natürlich dann im originalen Fahrplanmodus auch beachten. Wenn es im FIS steht, meinetwegen, was weiß ich, 7.05 Uhr und ihr nehmt dann im Fahrplanmodus, weiß ich nicht, 8 Uhr oder so. Das passt dann natürlich nicht zusammen, ist klar. Ihr müsst da schon darauf achten, dass ihr dann die richtige Zeit nehmt und auch den richtigen Zug nehmt. Aber das ist, wie gesagt, alles dort angegeben. Also ich denke, das wird man sich schon zurechtfinden. Gehe ich jetzt mal ganz stark von aus. So, wir haben jetzt noch 37 Kilometer bis Pasing. Fernverkehrszugfahren in der S-Bahn oder mit der S-Bahn, mit der Regionalbahn, Regionalexpress. Wichtig ist, dass ihr die Hauptstrecke München-Augsburg nehmt oder halt bei dem anderen Ansagepaket Hamburg-Lübeck, sonst funktioniert es nicht. Jetzt macht es auch logisch keinen Sinn, weil die Ansagen sind halt jeweils auf diese zwei Hauptstrecken zugeschnitten und da bringt ja nichts, wenn ihr dann in Kassel rumfahrt, als Beispiel. Bringt, weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Wie gesagt, ich probiere das alles aus jetzt mit euch zusammen und will das alles mal ein bisschen kennenlernen mit den ganzen Ansagen. Ich werde auch noch S-Bahn fahren, ich werde Regionalbahn fahren, Regionalexpress sind wir schon gefahren, mit der glaube ich letztens den RE6 gefahren. Ja, und wie gesagt, ich werde mit euch noch die S-Bahn fahren, die Regionalbahn fahren. Dort alles dann auch versuchen mit den Ansagen. Sorry, aber das schreit nach einem guten Fotos. Mein Gott, ich bin manchmal zu schnell mit meiner Laberei. Schreit nach einem guten Foto, so wollte ich sagen. Ja, ich denke, das sieht doch ganz gut aus. Das sieht doch ganz gut aus. Ja, da ist nichts. Mach das so. Das sieht doch echt gut aus. So. So, wir werden verlangsamt auf 200. Das ist jetzt auch nicht, wer weiß wie schlimm oder wer weiß wie viel langsamer. Das geht eigentlich noch. Ja, wir kommen auch langsam, aber sicher dann quasi näher, 24 Kilometer. So, die nächste Ansage würde sein, Zugfunk abnehmen und piep leise. Ich denke mal, das wird der Halte Pasing sein.
versuchen es einfach mal. Ich spiele das einfach mal ab, gucken, was passiert. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir Pasing. Unsere voraussichtliche Ankunftszeit ist 7.56 Uhr. Der Ausstieg befindet sich heute in Fahrtrichtung links. Dear passengers, we will reach Pasing shortly. Our estimated time of arrival is 7:56 a.m. The exit is on the left in the direction of travel. Ja gut, vielleicht einen Tacken zu früh abgespielt, gebe ich gerne zu. Aber probieren geht über studieren, oder wie auch immer das heißt. Und jetzt, soweit ist das jetzt nun auch nicht mehr, 20 Kilometer. Ich weiß nicht, wie das genau im Fernverkehr ist, ob das da wirklich so früh angesagt wird oder nicht. Ihr könnt mich gerne in den Kommentaren verbessern. Vielleicht war es einen Tacken zu früh, gebe ich gerne zu. Aber wie gesagt, ich probiere es einfach mal aus. Und nur so kommt, wird man ja schlauer. Es war auf jeden Fall jetzt nicht total verkehrt. Also Pasing ist ja der nächste Halt. Insofern stimmt das ja auch schon wieder. Es bleibt vielleicht, wie gesagt, einen Tacken zu früh, gebe ich gerne zu. Aber okay, wie das jetzt genau im Fernverkehr geregelt ist, ab wie viele Kilometer der Zugchef das Ganze durchgibt, bin ich jetzt nicht ganz so fit. Ihr seid da vielleicht informierter. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, damit wir hier die eine oder andere S-Bahn überholen und uns entgegenkommt. Also wie gesagt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr da sicher seid, in wie viel Kilometer Abstand der Zugchef das dann durchgibt. So. Aber jetzt ist, wie gesagt, jetzt auch nicht mehr allzu weit. 16 Kilometer, das ist ja normalerweise, man fährt ja auch einiges an Geschwindigkeit. Zwischen 200 und 230 ist da ja alles drin. Von daher ist das jetzt auch nicht, dass man jetzt für die 20 Kilometer noch eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde braucht. Das ist ja eigentlich in 10, 15 Minuten abgefrühstückt. Diese 20 Kilometer, von daher bin ich, glaube ich, jetzt nicht ganz so arg früh damit dran gewesen. Wie gesagt, der endgültige Halt ICE 989 München-Pasing, obwohl der Hauptbahnhof steht. Aber wir fahren ja erst Pasing. Wie wird das dunkler? Kann das sein? Obwohl es morgens ist. Komisch. Na, lassen wir das jetzt so. Jetzt werden wir gleich noch auf 160 abgebremst. Dann holen wir wieder eine S-Bahn, die mittlerweile Ausfahrt hat, wie ihr gehört habt. So, aber irgendwie wird das stockduster. Also, obwohl wir morgens haben. Es muss doch normalerweise heller werden, oder bin ich da irgendwie falsch informiert? Ich habe das Gefühl, es wird dunkler. Aber das ist nur meine Meinung. Vielleicht sieht das auch nur so aus, wenn die Sonne gerade so ein bisschen verdeckt wird von den Wolken. Das kann natürlich auch sein. Wir holen wir am laufenden Band S-Bahn, was mir sehr gefällt. Stichwort KI-Verkehr. Aber das ist ja im Original-Fahrplanmodus eigentlich kein Problem mit KI. Die sind eigentlich immer vorhanden. Schwieriger wird es, wenn man da eben Szenario aus Creators Club nimmt. Ist mir schon des Öfteren aufgefallen, dass vielleicht dort nicht so der Wert auf den KI gelegt wird. Nicht von allen, um Gottes Willen. Es gibt da durchaus welche, die sich da wirklich sehr viel Mühe geben und da sehr viel Wert drauf legen. Aber durchweg, also in den allermeisten Fällen, wird dort mehr auf den Szenario selber Wert gelegt, als dass da irgendwie noch übermäßig KI eingebaut wird. Und das ist natürlich ein bisschen schade, finde ich. Aber ja, das sollte man dann. So, jetzt sind wir hier nämlich fertig mit der LCP. Das heißt, das machen wir mal komplett auf Null. Und dann machen wir das wieder auf. Erstmal das hier wieder einstellen. Langsam die Ansage abspielen.
Aber gut, einen Kilometer lasse ich noch ungefähr. Ich denke mal, das ist vielleicht dann doch zu weit. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Signalkunde hier betreiben. Nicht, dass wir irgendwo am Hauptsignal quittieren müssen und bekommen das nicht mit. Das wäre nicht so schön. 130 haben wir nämlich schon mal, da kommt uns ein RE entgegen. Sind wir auch schon gefahren. Sie fahren. Zwar nicht mit der BR 146, aber die BR 143 hat uns da auch gute Dienste geleistet, ich finde. So, dann gehen wir mal hier runter auf 130. Wir da nicht in Schwierigkeiten geraten. Zwangsbremsung. Der wäre S-Bahn. Sehr schön. So, ich denke mal. Ach, Scheiße! Gleis 9, Einfahrt ICE 989 nach München Hauptbahnhof. Sorry, Abfahrt, Leute. Abfahrt 7.56 Uhr. Zug hält in den Abschnitten A bis C. Vorsicht bei der Einfahrt. Das war ein Stück zu früh. Es tut mir leid. Sie fahren. Mein Gott, drück den doch. So, der war ein bisschen zu früh, gebe ich ehrlich zu. Aber dann spielen wir den gleich nochmal ab. Das ist ja kein Problem. Wie gesagt, learning by doing. Spiel mir das einfach gleich nochmal ab. Das habe ich jetzt nicht gewusst, dass das so eine Ansage ist. Aber okay, dann weiß ich jetzt Bescheid. Fehler gehören dazu, um daraus zu lernen. So, wenn wir einen Bahnsteig erreicht haben, ich denke, dann kann ich das abspielen. Nämlich jetzt einfach nochmal ab, würde ich sagen, oder? Ja. Gleis 9, Einfahrt ICE 989 nach München Hauptbahnhof. Abfahrt 7.56 Uhr. Zug hält in den Abschnitten A bis C. Vorsicht bei der Einfahrt. Jetzt passt es schon besser, muss ich ehrlich sagen. Jetzt passt es schon besser. Sie fahren. Jetzt können wir wieder reingehen in den Zug. Ich will auch ein bisschen gescheit bremsen. Dass wir irgendwo noch hier über das Signal fahren. Pünktlich sind wir auch, das ist doch wunderbar. So, öffnen die Türen. Und dann schauen wir mal. Hier, ob die das alles richtig durchgegeben haben. Gleis 9 stimmt. In den Abschnitten A bis C stimmt, glaube ich, auch, oder? Was würdet ihr sagen? Warum sind wir delayed? Wir sind nicht delayed. 9 Minuten, du hast ja wohl. Also ich glaube, ihr habt hier irgendwo ein Problem, oder? Na egal. A bis C stimmt. Wunderbar. Ach, die RIB hat Verspätung, ich wollte gerade sagen, die haben noch keine Verspätung, die Regionalbahn hat Verspätung 9 Minuten. 7.44 Uhr, 9 Minuten, das wird aber. Müsste ja eigentlich schon weg sein. Müsste ja eigentlich schon weg sein. Na egal, was war das? So. Dann
können wir, glaube ich, die Tür verriegeln, wie ich das gleich sehe hier. Ja. Schließvorgang eingeleitet. Ja, nice. Dann würde ich sagen, auf geht's. Wir lösen die Bremse und schalten dann langsam auf. Wunderschön, wunderschön. So, dann können wir auch die SIFA natürlich drücken und folgende Ansage abspielen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir begrüßen alle dazugestiegenen Fahrgäste recht herzlich an Bord des Intercity Express 989 auf der Fahrt nach München Hauptbahnhof. Unser nächster planmäßiger Halt ist München Hauptbahnhof. Unsere voraussichtliche Ankunftszeit ist 8.04 Uhr. In München haben Sie folgende Anschlusszüge. RB 55 nach Schliersee, über Miesbach, von Gleis 33. RE1 nach Ingolstadt Hauptbahnhof, über Petershausen, von Gleis 24. RB 86 nach Dinkelscherben, über Gessertshausen, von Gleis 17. RB 40 nach Mühldorf, über Marktschwaben, von Gleis 8. Und EC 217 nach Graz Hauptbahnhof, über Freilassing, von Gleis 12. Ladies and gentlemen, we welcome all passengers who have boarded the Intercity Express 989 on the journey to Munich Central Station. Our next stop is Munich Central Station. Our estimated time of arrival is 8 a.m. 4. Ja, das war das. Dann würde ich sagen, dann spielen wir diese jetzt ab, oder? Jetzt gleich. Ein paar Minuten haben wir noch. Sind gerade mal bei 4 Kilometer. 4,5 sogar noch. So, ich glaube, jetzt können wir auch mal so langsam jetzt gleich die Geschwindigkeit drosseln, denn wir wollen jetzt gleich sowieso. SIFA. So. So, dann spielen wir das hier ab. Moment. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir München Hauptbahnhof. Unsere voraussichtliche Ankunftszeit ist 8.04 Uhr. Der Ausstieg befindet sich heute in Fahrtrichtung rechts. Unsere Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle auszusteigen. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit dem Intercity Express der Deutschen Bahn. Auf Wiedersehen. Dear passengers, we will reach Munich Main Station shortly. Our estimated time of arrival is 8 a.m. 4. The exit is on the right in the direction of travel. Our train ends there. All change, please. Thank you for your journey with the Intercity Express of the German Railway. Goodbye. Ja, wunderbar, das hat doch super funktioniert, würde ich sagen. Das hat doch super funktioniert. So. SIFA. Befreien. Dann können wir direkt auf 140. Zug der Einflüsse.
So. Und dann kommt gleich wieder die schöne Bahnhofsdurchsage, wo unser ICE halten wird und welcher ICE einfährt und so weiter. So. Und dann könnten wir eigentlich jetzt gleich folgende und letzte Ansage abspielen. Drücken wir nochmal die Taste. Und dann haben wir noch ein paar Meter zu fahren, bevor wir das machen sollten. Noch sind wir nicht am Bahnsteig. Ich weiß gar nicht, was da jetzt die Maßgabe ist, wann man das genau abspielen sollte und wann nicht. Bin ich jetzt gar nicht so dermaßen fit. So. Bahnsteig haben wir jetzt gleich erreicht. Rausgucken und folgendes abspielen. Gleis 13, Einfahrt ICE 989 aus Nürnberg Hauptbahnhof. Ankunft 8.04 Uhr. Zug hält in den Abschnitten A bis D. Bitte nicht einsteigen. Vorsicht bei der Einfahrt. Ja, wunderbar. Das hat doch super funktioniert. So. Dann werden wir uns hier noch ein wenig konzentrieren müssen, weil jetzt wahrscheinlich gleich der 500-Hertz-Magnet kommen wird oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden es merken. SIFA. Wenn wir nochmal die SIFA drücken. Und der 500-Hertz-Magnet wird wahrscheinlich vor aller Voraussicht nach nicht kommen. Sonst wäre er nämlich schon längst da. Das heißt, wir können uns hier auf die Bremsung konzentrieren, dass wir da nicht gegen den Prellbock fahren. Und dann hier geschmeidig in München anhalten. Wunderschön. Dann öffnen wir die Türen. Und zwar links schließen, rechts öffnen. Genau, so funktioniert's. Steigen wir aus, würde ich sagen. Wir können den ja noch kurz hier abrüsten. Erstmal raus. Genau. Ja. Dann gehen wir mal raus hier, würde ich sagen. Und das war doch eine sehr schöne Fahrt mit unserem ICE 989 von Augsburg über Pasing nach München Hauptbahnhof. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, vor allem mit den Ansagen. Das ist ein ganz anderes Fahrgefühl, finde ich. Ist wirklich sehr zu empfehlen. Wie gesagt, wenn ihr da Fragen zu habt, wenn ihr nicht wisst, wo das Ganze runtergeladen wird, ich zeige es euch gerne auch in einem Infovideo, wenn ihr das wollt. Vielleicht mache ich das sogar noch. Ich hoffe, es hat euch bis hierher gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht mir immer gar nichts. Bleibt sauber. Ein schönes Wochenende. Passt auf euch auf. Macht's gut. Ich für meine Zeit oder für meine Begriffe habe erstmal eine längere Zeit frei. Bin bis Ende der nächsten Woche krankgeschrieben. Aus Gründen, ihr wisst Bescheid. Wie gesagt, passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Euer der Dennis Spieters. Viel Spaß mit dem Video. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Dennis Spieters. Haut rein. Bye. Bye.